So, und jetzt kommen Sie mal bitte mit. Wir führen Sie an einen Ort, den Sie eigentlich gar nicht kennen dürfen. In diesem unscheinbaren Wäldchen hier, da liegt nämlich einer der geheimsten Orte Deutschlands, die Schaltzentrale der militärischen Macht, das Einsatzführungskommando. Und mein Kollege Haro Füllgrabe durfte rein. Afghanistan, Libanon, Irak, Syrien, Kosovo, Mali. 15 Einsätze führt die Bundeswehr derzeit parallel im Ausland durch. Zum Teil in sehr gefährlichen Gebieten. Mit insgesamt fast 4000 deutschen Soldaten. Gesteuert werden alle diese Auslandseinsätze von einem einzigen Punkt aus. Südwestlich von Berlin liegt in einem Wald das Einsatzführungskommando. Es umfasst 10.000 Quadratmeter und gilt als der geheimste Ort der Bundeswehr. Dorthin hat sich Galileo-Reporter Haro Füllgrabe aufgemacht. Er will herausfinden, wie genau das Einsatzführungskommando arbeitet. Hallo, schönen guten Morgen. Ich habe einen Termin mit der Frau Kapitänleutnant Miller. Brauchen Sie wahrscheinlich meinen Ausweis, oder? Ja, okay. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Haro. Mit diesen zwei Offizieren darf Haro jetzt gleich ins Allerheiligste. Genau, das ist das Kommandogebäude. Da sitzt der Befehlshaber drin und alle Einsatzgruppen. Wir haben zurzeit 4 Einsatzgruppen, die dann die zurzeit 15 Einsätze der Bundeswehr auslandstechnisch betreuen. Die geheimen Informationen aus den Einsatzgebieten fließen nicht etwa im Verteidigungsministerium zusammen, sondern genau hier. Das Terrain ist streng gesichert. Der militärische Abschirmdienst arbeitet rund um die Uhr. So, die nächste Schleuse. Von diesem Gebäude aus werden alle Auslandseinsätze gesteuert. Und hier werden die brisanten und geheimen Informationen analysiert. Das Gebäude ist mehrfach gesichert und abgeschirmt. Details dürfen wir nicht zeigen. Aber eines dürfen wir sagen. Hier sind alle Streitkräfte vertreten. Marine, Luftwaffe, Heer und Sanitätsdienst. Wir kommen gleich mit rein. Das ist der Leiter zum Beispiel jetzt gerade der Operationszentrale. Ja. Wie macht man das? Einfach mit der Hand? Ich bin der Haro. Hallo. Und zwar, dort ist unsere Operationszentrale. Da gehen wir jetzt rein. Das sieht ja aus, als ob da die Goldreserven Deutschlands lagern. Die OPZ ist funktechnisch geschirmt. Modusseite? Okay, ja. Jetzt piepte, wir haben aber lange für die Handys, jetzt muss ich doch mal sagen, die Handys haben Sie nicht gesagt gehabt. Ne? Da haben wir da extra. Hat das deswegen jetzt gepiept auch? Nein, nein, es piept, weil man rein soll und wieder raus. Ach so, ich dachte, wir gehen gleich rein. Nee, wenn Sie generell Handys haben, die legen wir erstmal genau, runter. Handys. Und danach gehen wir rein. Ja. Okay, alles klar. Alle müssen jetzt ihr Handy abgeben. Selbst die Soldaten, die uns begleiten. Nicht jeder im Kommando kommt in die Operationszentrale. Okay. Sie sind heute eingeladen. Vielen Dank. Boah, das ist aber echt schon krass. Ja, das ist ja extra geschirmt. Ja, ja, aber das ist. Das ist nochmal extra eine Luft. Also die Operationszentrale hat eine eigene Klimaanlage, dass die Luft auch nochmal extra gefiltert wird. Ja. Ich hole ganz kurz. Natürlich. Dann los. Okay. Oh. Willkommen. So, hallo. Jetzt müssen wir eigentlich mal kurz einen Cut machen mit der Aufzeichnung, weil ich das kurz einweisen will. Dürften wir das mitnehmen? Sie dürfen nicht mitnehmen. Alles filmen, was hier drin ist. Aber wir können nicht alles abdecken, nur weil jetzt ein Kamerateam ist. Die Karten, die an den Seiten sind, bitte ich im Grunde um nicht zu filmen. Mhm. Auch was auf den Computern in der zweiten Reihe ist, bitte auch nicht filmen, weil alles dort klar. Muss die Arbeit weitergehen. Und gerade um diese Uhrzeit. Warum gerade um diese Uhrzeit? Helfen Sie mir aufs Pferd? Ist das die Zeitverschiebung oder ist das jetzt eine ganz klare angegebene 12 Uhr? Unsere Weisung an die Kontingente gehen um 13 Uhr raus. Was wir nicht zeigen dürfen, auf den Computerbildschirmen blinken die derzeitigen Standorte aller deutschen Kriegsschiffe. Darüber hinaus können alle Flugbewegungen weltweit verfolgt werden. Alles, was den Bundeswehrsoldaten im Ausland, also zum Beispiel in Afghanistan, Mali oder Irak, passiert, wird in diese Operationszentrale gemeldet. Komplikationen mit der Ausrüstung, genauso wie feindlicher Beschuss, Verletzte und auch Tote.
wenn sich eine Krise entwickelt, muss die Politik entscheiden, möchte ich mich beteiligen oder nicht. Wir machen den sogenannten militärischen Ratschlag. In dem sagen wir, was kann die Bundeswehr zur Verfügung stellen, damit dann diese Operation oder der Auftrag gelingt. Wir dürfen zusammen mit Haro in den extrem gesicherten und geheimen Videokonferenzraum des Befehlshabers. Hier werden streng geheime Entscheidungen getroffen, die in den Einsatzgebieten der Bundeswehr umgesetzt werden. Nein. Das ist nur eine Anzeige. Nein. Okay. Dann kriegen wir ein Problem. Das kann man nicht machen. Also wir können gerne sagen, dass der geheim ist, das ist richtig, aber ja, da darf nichts draufstehen. Okay. Sonst gibt es natürlich dann ein Sicherheitsvorkommnis. Und dann müsste gegen unseren Befehlshaber ermittelt werden. Das wollen wir nicht. Okay. Darf ich mal ganz kurz nur schauen? Nur gucken, bitte nicht mit der Kamera, weil sonst ist auch wieder. Okay. Nur mithören und. Selbst ich dürfte hier nicht rein, weil ich dafür die Berechtigung nicht habe. Ich darf nicht bis streng geheim, sondern ich darf nur bis VSNFD. Woran sieht man sowas eigentlich? Das erkennt man an unseren Karten. Wir haben hier so Karten. Und da steht drauf, bis zu welcher Stufe man berechtigt ist. Für den Zivilisten nicht nachvollziehbar. Die Buchstaben und die Zahlen geben dann Preis, bis zu welcher Stufe man berechtigt ist. Wie sieht denn dann streng? Was ist geheim jetzt? Sozusagen? 3 oder B? Nee, die höchste Stufe ist 4 und dann C. Okay. Und dann heißt es, man darf bis streng geheim und top secret lesen. Also so weit darf ich nicht. Im nächsten Raum wird gleich etwas ganz Spannendes passieren. Das hier ist jetzt hier lang? Genau, das ist die Informationszentrale. Hier gibt es täglich mehrere Videokonferenzen in die Einsatzgebiete der Bundeswehr. Und die nächste, die wir jetzt haben, ist dann die Videotelefonkonferenz ins Einsatzkontingent nach MINUSMA, oben im Norden Malis. Oh, wow, okay, gut. Darf ich da auch mal was fragen dann? Also ja, wenn ich mich jetzt hier dazusetze oder ist genau. Das... Nein, darfst du gerne. Aber vorher hat Haro die Gelegenheit, im Regieraum den Technikern über die Schultern zu gucken, die jetzt die Verbindung nach Afrika herstellen. Ihr habt auch unfreiwillig Zugriff auf geheime Informationen eigentlich? Sozusagen. Bei vielen Videokonferenzen ist jedoch die Vorgabe, dass wir selbst unseren Ton ausschalten und die Bildschirme ausschalten. Das heißt, wir stellen nur die Verbindung her, hören dann aber und sehen auch nicht mit. Es dauert nur noch wenige Sekunden, bis die Verbindung nach Afrika, und zwar nach Mali, steht. Mali ist einer von den derzeit 15 Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das Land im Westen Afrikas wird von islamistischen Rebellen terrorisiert. Inzwischen sind sie ein Stück weit zurückgedrängt worden. Deutsche Soldaten sollen im Rahmen der UN-Mission das Land stabilisieren und die Bevölkerung schützen. Mali gilt als der derzeit gefährlichste Einsatz der Bundeswehr und auch der größte. Bald werden 1000 deutsche Soldaten dort stationiert sein. Das größte Problem vor Ort sind Sprengfallen, die Rebellen in den Straßen vergraben. Deswegen fahren die deutschen Soldaten auch manchmal neben der Straße. Dass sie in Mali ihr Leben riskieren, ist in Deutschland nicht wirklich bekannt. Die IS-Rebellen, die die Menschen vor Ort terrorisieren, sollen noch brutaler sein als die in Afghanistan und selbst vor Kindern nicht Halt machen. Die Verbindung nach Mali steht inzwischen. Wir haben den Kommandeur des deutschen Kontingents, Oberstleutnant Marc Paare, in der Live-Schalte. Sie sind in Mali, eine der gefährlichsten Einsätze. Wie genau kann man sich das vorstellen? Gestern haben die Kameraden der Vereinten Nationen eine Sprengfalle gefunden, nicht unweit von uns auf einer der Hauptverbindungsstraßen, im Asphalt eingegraben. Also das ist tatsächlich ein Thema, das uns hier jeden Tag beschäftigt, weil wenn uns hier etwas tötet, dann sind es diese Sprengfallen, gegen die man sich letztlich nur durch aufmerksames Beobachten schützen kann, aber eben auch zum Beispiel durch Hinweise aus der Bevölkerung. Und da ist es wieder gut, dass wir ein gutes Verhältnis zu denen haben, weil die verraten uns auch mal was. Pass auf, die haben euch da was hingelegt. Abgesehen davon gibt es in Mali auch ganz profane Probleme. Ein deutscher Soldat wurde von einer Giftschlange in den Stiefel gebissen. Er hatte aber das große Glück, dass die Giftzähne durch das Leder eben nicht durchdringen konnten, sodass er wirklich mit dem Schrecken davon kam. Anders ein niederländischer Kamerad, dem ist ein Skorpion in das Hosenbein gekrabbelt und hat ihn mehrfach ins Knie gestochen. Und er hatte auch Glück, es war eben kein tödlicher Skorpion. Er konnte nach 3 Tagen auch dann wieder seinen Dienst aufnehmen. Thema Angst, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sieht es bei den Soldatinnen und Soldaten aus? Wir hatten letztlich
noch keinen ernsthaften Zwischenfall. Ich denke, das spricht für sich. Ich drücke jeden Tag die Daumen, dass es so bleibt. Ich habe in Kürze fast 1000 Männer und Frauen hier, die regelmäßig draußen unterwegs sind. Ja, natürlich. Ich denke jeden Tag. Wir gehen jetzt zum Chef des gesamten Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Erich Pfeffer. Herr General, ich melde Galileo mit Herrn Harofüllgrabe. Dankeschön. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr General. Herr Füllgrabe. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen. General Erich Pfeffers letzter Einsatz war in Afghanistan. Und das war schwer für ihn. Ja, ich habe bei meinem letzten Einsatz auch leider diese Seite des Berufs mehrfach erlebt. Sowohl mit schwer Verwundeten als auch mit Toten. Ist das etwas, was man ein bisschen von sich weghalten kann? Es geht nie weg. Also Sie können das nicht wegschieben in dem Sinne. Sie müssen aktiv damit umgehen. Und weil es hier oft um Leben und Tod geht, gibt es noch eine Instanz, die jeden Schritt der Soldaten überprüft. Komm mal mit. Ich habe jetzt noch einen Termin, genau. Wir gehen jetzt einmal zum Rechtsberater. Eine sehr wichtige Funktion hier im Einsatzführungskommando. Ohne Rechtsberatung geht kein Soldat und auch kein Kontingentführer, also deutscher Führer, in den Einsatz. Okay. Der Leiter der Rechtsabteilung ist der Herr Heinen. Und ich übergebe dich einmal und er erklärt dir alles Weitere. Das ist sein Fachgebiet, nicht Danke meins. Danke sehr. Rechtsberater. Rechtsberater. Grüße Sie. Heinen ist mein Name. Hallo. Grüß Gott. Schön, dass Sie sich für meinen Beruf interessieren. Ja, wusste ich noch gar nicht, aber ja. Sind Sie, Sie sind nicht in Uniform? Ich bin nicht in Uniform, ich bin ein Beamter. Ja. Der juristische Dienst der Bundeswehr ist in Zivil, das sind Beamte. Das ist ganz bewusst gemacht. Sie sind nicht in die militärischen Befehlsketten eingebunden. Das heißt, sie sind unabhängig gegenüber militärischen Führern. Also ein Soldat könnte niemals einem Rechtsberater befehlen, was Recht oder Unrecht ist. Sehr, sehr gerne. Umgekehrt geht das aber schon. Rechtsberater. Auch für Rechtsberater Johannes Heinen ist Mali derzeit der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr. So, da haben wir den Staat Mali. Der Staat Mali hat gerade einen Bürgerkrieg hinter sich. Es gibt ein Friedensabkommen. Und die Europäische Union und die Vereinten Nationen versuchen im Moment, diesem Staat Mali wieder auf die Beine zu helfen. Jeder einzelne Soldat, der sich dort im Einsatz befindet, bekommt eine grüne Taschenkarte mit konkreter rechtlicher Belehrung. Etwa über eine Notwehrsituation. Zum Beispiel dort steht drin, dass er anrufen muss, dass er einen Warnschuss abgeben ist. Dann darf er die Schusswaffe einsetzen. Okay, also das ist sozusagen auch tatsächlich eine der handfesten Sachen, die man tatsächlich als Soldat oder Soldatin auch wirklich von Ihnen in die Hand gedrückt bekommt. Und im Fall eines Falles, deswegen auch die Taschenkarten, in denen steht, wie eine solche Selbstverteidigung stattzufinden hat. Im Einsatzführungskommando gibt es noch einen besonderen Ort, den Wald der Erinnerung. Er ist den im Ausland verstorbenen und gefallenen Soldaten gewidmet. Einige der Freunde von Oberleutnant Tobias Luckau, der Harro hier begleitet, sind derzeit in Mali und das beschäftigt ihn. Ich glaube, so richtig bewusst wird es am ersten, wenn man sich von zu Hause verabschiedet. Ja. Dann hat man einfach ein ganz, ganz seltsames Gefühl im Magen. Dann ist auf einmal dieses Gefühl da, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und seit 1993 sind 106 deutsche Soldaten im Ausland gestorben. Das Ehrenmal soll in erster Linie ein Anlaufpunkt für die Hinterbliebenen sein. Jede Familie kann sich in dem angrenzenden Wald einen Baum aussuchen, der an den Verstorbenen erinnern soll. Hier darf man dann auch Briefe, Zeichnungen, Fotos oder sogar Gedenktafeln anbringen. Das ist schon heftig, wenn ich jetzt das als Beispiel sehe. Das geht mir schon sehr nah. Ne? Also ja. Alleine durch diesen persönlichen Bezug Papa. Ja, ja und da unten auch noch mal auf dem Kreuz. Ja. Wenn ein deutscher Soldat im Ausland gefallen ist, überbringt das Einsatzführungskommando der Bundeswehr diese Nachricht seiner Familie. Erst danach wird die Presse informiert. Die Steine der Ehrenmale kommen zum großen Teil direkt aus Afghanistan und sind hier in einem kleineren Maßstab nachgebaut. Der Wald der Erinnerung. Harro kommt ins Grübeln. Es ist halt überhaupt nicht in der Nähe von Deutschland. Es ist irgendwo passiert. Und wenn man dann sieht, dass dort Menschen ihr Leben lassen, dann kommt immer wieder die Frage, warum, warum? Und die Antwort kann eigentlich nur die Politik geben und die Hoffnung, dass es die richtige Entscheidung war.
Und diese Entscheidung trifft in Deutschland immer das Parlament. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Ausnahmsweise hat das Einsatzführungskommando für unser Kamerateam die Tore geöffnet. Und hier endet Harrus spannende Mission. Er durfte an vertraulichen Gesprächen teilnehmen, live mit dem Kommandeur in Mali sprechen und hat gesehen, wie eng die Zusammenarbeit mit den deutschen Soldaten im Ausland ist. Euch alles Gute und toi toi toi. Ja. Auch dir alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss.